2023 war natürlich ein großartiges Jahr. Ich fand die Saison den absoluten Wahnsinn, was dieses Jahr abgegangen ist. Der Bierkönig war voll, von Opening bis jetzt zum Closing. Wenn ich jetzt so zurückblicke auf die Saison 2023, es waren so viele krass geile Momente und geile Auftritte dabei. Was war besonders in diesem Jahr? Besonders war, dass die Leute richtig feierwütig waren. Es waren junge Leute da, es waren ältere Leute da und es war wirklich durchweg eine positive Stimmung. Ich hätte nicht gedacht, dass 23 nochmal so explodiert. Das hat ja natürlich mit unserer Feier-Community zu tun, weil einfach das Leben gelebt wird. Die Leute waren gut gelaunt und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass die Leute insgesamt etwas freundlicher auch in diesem Jahr waren. Im letzten Jahr war es vielleicht insgesamt noch ein bisschen aggressiver, die Stimmung, vielleicht einfach aufgrund des vielen Nachholbedarfes. Aber jetzt waren die Leute wirklich entspannt und gechillt. Es war meiner Meinung nach eine absolute Rekordsaison. Ich dachte mal wieder, und das denke ich ganz häufig, dass es zu einem Einbruch kommen muss in dieser Saison, ganz sicher. Es wird alles immer teurer, die Flugpreise, die Hotels, die Getränke. Ich meine, ein Liter Maß Wodka Lemon kostet mittlerweile doppelt so viel wie noch vor 5 Jahren. Und das ist schon der Wahnsinn. Aber die Beliebtheit des Ballermanns ist ungebrochen und ich habe das Gefühl, der Ballermann wird tatsächlich auch immer populärer und das ganz besonders in der jungen Generation. Was war anders? Der Megapark war von der ersten Sekunde an sofort voll und das auch wirklich bis zu meinem allerletzten Auftritt. So voll habe ich die Playa de Palma noch nie erlebt und alle fragen sich ja immer, wie lange wird das hier gut gehen? Wie lange kommen die Leute, um hier Urlaub zu machen? Ich habe das Gefühl, die Leute haben immer noch sehr, sehr viel Nachholbedarf. Die Saison ist vorbei und für mich war das große Highlight, dieses Jahr einfach im Megapark zum ersten Mal auftreten zu dürfen. Und dann auch noch, dass die gesagt haben, ey, war anscheinend ganz gut, Manni, du darfst nochmal kommen. Hier regelmäßig auf der Insel zu sein und mit den Leuten feiern zu dürfen, das war ein absolutes Highlight. Und ich hoffe, das geht nächstes Jahr so weiter. Ich erinnere mich an einen Auftritt im Bierkönig, das war im August, meine ich. Und da bin ich gar nicht mehr von der Bühne runtergekommen. Ich habe, glaube ich, 5 Zugaben gespielt. 3 davon waren auf geht's nochmal, 3 Mal hintereinander weg, weil die Leute es immer wieder gesungen haben und nicht aufgehört haben, Zugabe zu schreien. Das Interessante ist ja, dass der Ballermann spätestens 2022 in der breiten Bevölkerung angekommen ist. Der Ballermann war dauerhaft in den deutschen Top 10. Und das hat eine gewisse Sogwirkung auch auf die Künstler in Deutschland. Früher hat jeder Künstler 1 Song im Jahr gedroppt, maximal 2. Und wenn ich an diese Saison denke, also hat jeder Künstler mindestens 3 Songs, glaube ich, rausgehauen, wenn nicht sogar mehr. Aber der Tag hat nur 24 Stunden und der Bierkönig nur 18 Stunden auf. Und in diesen 18 Stunden kannst du halt nur auch ein bestimmtes Kontingent an Musik spielen. Es hat sich geändert die letzten Jahre und ich bin echt gespannt, was nächstes Jahr passiert. Ich glaube, der Ballermann-Hit an sich hat jetzt mit Laila im letzten Jahr eigentlich einen Höhepunkt erreicht. Ob es sowas nochmal in der Form gibt, glaube ich nicht, denn das war einzigartig, was da passiert ist. Und es ist auch passiert dank der Partylust der Menschen, die wegen Corona nicht ausgehen durften. Aber das Gute ist ja, der Ballermann hat tatsächlich den Weg in die Mitte der Gesellschaft gefunden. Und die Mitte der Gesellschaft kommt hier auch her zum Feiern mit Stil. Das ganze Jahr war voller geiler Partys und ich hoffe für uns, dass es im nächsten Jahr so weitergehen darf. Ich bin fest davon überzeugt, dass das nächste Jahr auch so laufen wird wie dieses Jahr. Die Buchungszahlen sehen schon sehr, sehr gut aus. Ich werde auch im nächsten Jahr wieder auf Mallorca auftreten, im Megapark, oben und unten. Und ich fange mal mit 25 Terminen an und denke, werde dann wieder bei 35 Terminen landen. Aber ich freue mich schon jetzt auf eine tolle Saison 2024 mit einem tollen Mallorca-Hit. Auf geht's auf Mallorca, es zieht mich in den